Hey, yeah. How you feeling, man? Doing good, coach. Good? All right, well, listen, I just want to let you know that I've been talking with the coach. You can begin some more minutes moving forward, starting tonight. That's great. Yeah? Y'all do my best with the time I'm giving. I know you will, man. You're doing well. Keep it up. Also, nächster Gegner sind die Houston Rockets und damit willkommen zurück zu NBA 2K19 und der Karriere. Das Team auf der anderen Seite ist natürlich ein richtiger Brocken. Und das wird die erste knackige Aufgabe. Trotz allem denke ich, dass wir hier jetzt wesentlich besser spielen werden als im ersten Game. Wir haben gerade eben gesehen, wir werden mehr Minuten bekommen. Ehrlich gesagt ist es auch natürlich jetzt gar nicht so schlecht, dass Hart ist da eigentlich frei. Ja. Wir haben ja bei den Los Angeles Lakers unsere Chance bekommen. Und dementsprechend ist es vielleicht auch gar nicht so unlogisch, dass wir jetzt bei den Lakers gelandet sind. Ich finde das als ersten Step jetzt mal gar nicht so blöd von der Storyline her, von unserer eigenen Storyline. Ich glaube, die Story hier ist jetzt einfach durch. Und dann später haben wir immer noch die Option, woanders hinzugehen. Nach dieser Folge werde ich übrigens ein bisschen eine Pause machen und werde mir dann mal angucken, worauf ihr Bock habt, ob wir irgendwas in der Neighborhood machen sollen oder ja, je nachdem. Mal schauen, wird es dann sicherlich auch eine Umfrage geben. Gute Defense. Ich hab's fast befürchtet, dass er da nicht droppt. Gordon. Ja, Fouls werde ich natürlich dieses Mal wesentlich entspannter unterwegs sein. Der Dreier fällt gleich mal. Und Hart macht ihn. Easy Bucket. Gordon. Gordon. Ich habe das letzte Spiel echt noch im Kopf. Das war echt keine geile Geschichte. Deswegen stealen traue ich mich gerade eben so gut wie überhaupt nicht. Rebound, Josh Hart. Fällt. Dreier. I look back on it and it was just a surreal experience, you know, getting the call up, joining the team. Everything happened so fast I didn't have time to like overthink it or overanalyze it. So it was a bit of a ride, but I mean, I wouldn't have it any other way given the circumstances. And that first game must have been a whirlwind for him. 25, 22, ein Rebound und ein Three-Pointer, den wir gedroppt haben. Nee. Mit schnellen ersten Schritten gegen Beasley. Ja, Junge, das ist nicht dein Ernst, oder? Wetter komplett weggedrückt. Chris Paul. You should have an academy for
Nehmt ihn. Habe ich. Ingram. Nein, ich habe gedacht, er zieht rein. Macht er. Zählt sogar noch als Assist. Gordon. 26-24. Erstes Heimspiel übrigens. Gordon gegen Josh Hart. Gute Defense. Habe ich. Und ja, nice. Stark. Und damit die Führung. Und LeBron zeigt es an. Carmelo looked like the offense was really working there. How were you guys able to get things going so well? We got vets. We got guys that know how to play basketball. We come together as a team. We doing that. We just trying to take it one day at a time. That's it. Well, thanks for your time, Carmelo. See you in the second half. Back to you, Kevin. Also das sah doch wirklich jetzt nicht schlecht aus. Wir kommen rein. Houston führt mit 10. So on the floor for Houston. Over on the wing is Capella. Chris. LeBron holt ihn sich. Den macht LeBron alleine. War klar. Dass James sich den nicht nehmen lässt. Anthony. Chris. Capella. Harden viel zu frei. Das ist ja klar, dass der droppt. Jawohl. Schöner Block von LeBron und dann noch ein bisschen mit der Hand nachgeholfen. Dann geht's vorbei. Block, Mann! Und der Floater. Ich hab's mir fast gedacht. Hätte ich irgendwie einen Spin oder so ausgepackt. Der gehört uns. Gute Aktion, schlechte Aktion. Gute Aktion, schlechte Aktion. Das ist eine Maschine. And how about the consistency from range tonight? Really impressive. That's because he's finding the spots. No hesitation. You can see his confidence. Oh, foul von Chris Paul. Sieht man auch selten, ne? Harris gönnt sich. Nächster Assist. 5-4-3-1. Klingt wie ein Handycode. Zu leicht. 11 Punkte hinten. James macht ihn halt überragend. Vierter Assist von uns. James Harden. Ich bin zu spät raus. Nächster Pass und nächstes Ding von LeBron. Fünfter Assist in Folge. Tja, 84-65, dieses Spiel ist vorbei. Da werden wir komplett rausgenommen. 5-5-4.
And a switch here also for Houston. Harden's checked in. No, there's one award. Nicht schön. I think we can pretty much say for sure he'll never win again. That's sixth man of the year. It's hard to believe there was ever a time this man wasn't the star. Beasley out there with the Hitzeljuba. Fällt auch nächster Assist. Alles so geil. That's the Laker 5. Well, this one is winding down. Das ist geil. Ich hab's nochmal probiert, den zu stehlen. That's his first foul of the game, and the bonus will go to the free throw line. And the southpaw stroke of Harden is. Um vielleicht auch selber noch mal die Chance zu bekommen, da irgendwie zu scoren oder so. AI right side. Pass kommt. Und dann abgeräumt. Also wir verlieren dieses Spiel mit über 20 Punkten Unterschied. Wir haben natürlich jetzt auch nicht so viel Spielzeit bekommen, dass man sagen könnte, das war unser Fehler. Ja, also Lakers gegen Rockets. In der Realität würde ich da auch schwarz sehen, ehrlich gesagt. Houston ist dann einfach auch in der Breite so brutal aufgestellt. AI, Griff wants to grab an interview. You have a second? Oh yeah, sure thing. Right this way. What is up, Griff? How you doing, man? AI, you really had a breakout game tonight. What would you say contributed most to your performance? Well, you know, I've been working really hard in practice, and my teammates have been a really big help just, you know, getting my game up to speed. I got a long way to go, but, you know, it was nice to see some of that hard work pay off tonight. Team player, of course. Probably would have preferred a different result, though. Yeah, winning is always top priority, but my teammates know that, and it was great to be able to step up tonight, and I just wish that we could have come out with that W. Spoken like a true veteran. Thanks again, AI. Sure thing. We good? Yeah, we're good. You can head in. Right, thanks, Charlie. Also, da sind wir wieder in der Kabine. Ja, leider halt eine eindeutige Niederlage gegen die Rockets. Aber wir konnten, wie gesagt, da wenig machen. Ich werde die nächsten Spiele mal ein bisschen selber datteln, um reinzukommen. Und dann werden wir, ja, irgendwann auf jeden Fall wieder einsteigen. Vielleicht so gegen Dallas. Dallas wäre, glaube ich, gar kein schlechter Punkt, um wieder reinzugehen. Oder vielleicht auch die Timberwolves. Mal gucken, es wird auf jeden Fall ein Voting geben. Da könnt ihr mit abstimmen, was als nächstes passieren soll. Teamtraining? Wie lange geht's? Ja, relativ kurze Folge. Komm, wir gehen ins Viertel und machen uns nochmal eine andere Frisur. Auch eine Option. Täglicher Bonus. 50 Punkte und 25 Assists und 25 Rebounds in any game. Boah. Auf jeden Fall. Gar kein Problem. Ist ja mal ganz locker gemacht. So, Haare. Wo kann man sich die Haare schneiden lassen? Lakers Trainingszentrum. Vielleicht haben wir auch Visi, die wir uns abholen können. Das weiß ich jetzt gerade eben gar nicht. Wir schauen. Hey, you back already? Yeah, you got anything for me? Not right now, man. Check back later. Okay, thanks. Okay, also keine Kohle. Aber finde ich ganz nice, dass man anscheinend jetzt auch immer reingehen kann. Jetzt muss ich bloß trotzdem gucken. Wo können wir uns die Haare schneiden lassen? Hier auf jeden Fall nicht. NBA Store. Dun, dun, dun. Das sieht doch gut aus.
Hey. Hey, what's up? How you doing? What can I do for you? Man, I'm looking to get a cut. Oh, great. Have a seat. Thank you. Aren't you AI? Yeah, that's me. Yeah, I've seen you play. Oh, for real? Yeah, I'm a big fan of the basketball league. Man. Ah, nice, man. Hey, listen, the last guy, he was charging our NBA players, so, you know, we had to make some changes. So, oh, you know, okay. Anytime you need anything, you come on down here and I'll take care of you. No charge. I'm Floyd, by the way. Hey, man, it's nice to officially meet you, AI. Appreciate that. All right. Ja, also das haben sie ja Gott sei Dank geändert, dass man jetzt seine Haare ändern kann, ohne dass das was kostet. Ich guck einfach mal. Ja. Sieht gar nicht so schlecht aus, wie ich jetzt eigentlich gedacht habe. Ehrlich gesagt finde ich, dass das eigentlich ganz gut aussieht. Haarfarbe. Machen wir dunkelbraun. Saucy. Okay, kein wirklicher Unterschied. Bart. Wir schauen, was da geht. Jetzt sind wir ja doch schon ein bisschen unterwegs. Dann könnten wir uns eigentlich mal einen längeren Bart machen. Oder einen volleren Bart zumindest. Wie sieht denn der aus? Das würde mich jetzt schon mal interessieren. So richtig voll. Boah, da sehen wir richtig böse aus. Schon fast ein bisschen zu böse. Wie sieht sowas aus? Oh, shoot. What happened? Don't worry. I can fix it. Machen wir doch mal so einen Bart, weil den tragen nur sehr, sehr wenige und ich finde das auch mal was anderes. Bartfarbe. Dunkelgrau. Dunkelgrau? Wie sieht das bitte aus? Boom, boom. Nee, das passt irgendwie nicht. Also wenn, dann kann ich hier auch dunkelbraun machen. Das müsste ja jetzt genau aussehen wie unsere Haare. Boom, boom. Boom, boom. Ja, das passt. Man, this looks great. Hey, you sure I don't owe you anything? Oh, nope. It's on the house. Come on back anytime you need. Thanks, man. All right. Also, das war's jetzt mit einer Folge von der Karriere. Mal gucken, was wir dann als nächstes treiben und veranstalten. Erstes Spiel gewinnen wir, zweites Spiel verlieren wir relativ eindeutig, aber auch zu Recht gegen die Houston Rockets. Ich sag vielen Dank fürs Reingucken, bis zum nächsten Mal, dein Max. Ciao.